Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lego. Eigentlich Lego. Wie komme ich immer auf Lego, ey? Zu Batman Arkham Knight. Wir sind das letzte Mal, ja, nach der Verhaftung von, Dingen stehen geblieben. Ra's al Ghul. Und jetzt werde ich, in diesen Sonderfolgen hier, die immer eine Stunde lang sein werden, wie ihr wisst, die Riddler-Rätsel ablösen. So. Ich werde mit Founders Island anfangen, da ich aber weiß, dass hier beim GCPD etwas ist, weil also so ein Rennzufahrt nach Founders Island führt. Ich jetzt hier angefangen. Und vor allem weiß ich auch, dass dieses Rennen ein gigantischer Pain in the Ass ist. Wie ihr seht, ist die Zeit äußerst knapp bemessen. Nein, nein! Nein! Wir waren doch da. Naja, geil. Okay, dann fangen wir halt mit einer anderen an. Und zwar würde ich tatsächlich hier unten mit der U-Bahn anfangen. Und uns dann nach oben durcharbeiten. Das machen wir nochmal. Wo wir jetzt gerade eben hier sind. Okay. Also. Scarecrow zieht das an Halloween durch. Ich schätze, er hat doch ein bisschen. Sehr schön. Okay. Dann. Es muss endlich sterben, kaum zu fassen, dass sie noch keiner ausgeschaltet hat. Haha. Was ist mit all dem Regen? Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Sehr schön. Na komm jetzt. Komm zu Papa. Als Fledermaus verkleidet man sich doch nur, wenn man nicht mehr alle Tasten im Schrank hat. Sehr schön. Nein, nein, nein. Und vielen Dank für Ihre Hilfe.
Riddler ist jetzt wirklich der Letzte, den wir abgesehen von Scarecrow noch fangen müssen. Ist das nicht schön? Nö, das macht schade. Ich dachte, vielleicht bringt uns das ja was. So, dann fahren wir einmal nach unten. So, dann schauen wir doch mal. Ups. Ich finde schön, dass auch das Auto angezeigt wird auf der Karte. So, hier irgendwo sollte es sein. Oder sie besser gesagt. Ah, da drin schätze ich mal. Feuerlöscher. So, dann wie weit können wir jetzt fahren? Bis zur nächsten Kurve. Also beziehungsweise die Kurve rum ist die große. Ups. So, jetzt haben wir die Kurve. So, jetzt müsste ich hier dann. Ja. Im nächsten Raum, an der Wand. Was zerstörbar ist. Hier, weil da oben. So. Unlock. Und wieder verriegelt. So, das nächste ist direkt vor uns quasi und dann erst wieder im nächsten Raum. Ding. Das Böse ist halt, diese Sachen kann man nur teilweise, kann man nur bedingt während der Story machen. Ich hasse diese Teile. Almost. Ja, komm jetzt. Nein. So. Der nächste Raum ist hier in die Ecke. So, was haben wir denn hier? Und wo haben wir es?
In dem kleinen Bütchen. Oder auf dem kleinen Bütchen, irgendwo da. Auf dem kleinen Bütchen, okay. Das Gute ist, wir können die Trophäen aller recht schnell einsammeln. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Und hui! So, wo sind denn die nächsten? Komm jetzt. Sobald ich hier hochfahre. So, hier soll eine sein. Da oben. Ja. Okay. Die nächste ist... Die nächsten zwei sind direkt rechts. So, das war die und... Ist dann noch hier irgendwo, wahrscheinlich da oben. Ah, da hinten. So. Dann haben wir jetzt noch zwei, eine da drüben und eine. Hier schon oder noch ein Stück weiter? Noch ein Stück weiter. Hier irgendwo. Da oben. Also die hier sind halt echt einfach. Es ist das Nervige an denen sind echt ist nicht nur, dass man nochmal diesen ewigen Weg herfahren musste, weil als wir hier waren in der Story konnten wir ja nicht aussteigen. Und das letzte ist... Wo ist hier schon? So. Dann als nächstes können wir hier gleich einmal das Rondell einmal klären. Sobald wir wieder draußen sind. Haben wir auch einmal wieder raus. Ja. Yeah.
So, dann geht's wieder raus hier. So, wir haben noch wir haben jetzt 87 von 243 Trophäen gefunden. Wurde irgendwo noch nicht geplündert? Mir wird langweilig. Okay. Sobald ich da aktiviere, geht's da runter. Ich kann euch einen gleichzeitig befüllen. Ich kann nicht glauben, dass alle panisch abgehauen sind. Gotham ist ohne den Joker ganz schön verweichlicht. Na. Oh, da ist noch einer. So, der Punkt ist halt, ich kann die nicht selber angreifen. So, ich wusste echt nicht, dass ich mehrere auf einmal schicken kann. Wenn das auch bei den anderen funktioniert, wäre das halt so viel, wäre das halt so gut gewesen, so oft schon. So. Hier haben wir die nächste Trophäe. Okay, die drin auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Oh Gott, nein, ich weiß, was das ist. Als ob auf Anhieb. Jo. Yes. Ich hab's auf Anhieb geschafft. Nice. Oh Gott. Für den hier habe ich auf einer Playsy so ewig gebraucht damals. Bis ich den gekriegt habe. Das war echt nicht schön. Sicherlich. So. Fürs nächste Mal, Riddler. Wenn du dir schon neue Roboterhandlanger holst, dann solltest du keinen Menschen Bescheid geben, wo du die ganzen Sachen gepackt hast.
wenn deine Roboterhandlanger so gut sind, dass sie hier nicht gehackt werden können oder so. So, huch, da sind wir jetzt schon wieder an der nächsten vorbeigerannt. So. 3, 2, 5, 8, 2, 1, 3, 6. Ah, nee, das machen wir dann nochmal. So, du bist da oben. So, was haben wir denn hier für ein Rätsel? Weit entfernt hockt dieser Rohling, nun ernüchtert, ohne sein Hartmut gut ist er geflüchtet. Weit entfernt hockt dieser Rohling, nun ernüchtert, ohne sein Hartmut gut ist er geflüchtet. Aha. Bane. Bane ist ohne seine Rüstung geflüchtet. Beziehungsweise seinen Anzug. Moment, wo ist denn 3, 2, 5, 8, 2, 1, bla bla bla. Ja, ne, irgendwo hier auf Myrgani Island. Ach, was soll jetzt kommen? 3, 2, 5, 8, 2, 1, 6, 3, 3, 6. Hm, schade, okay. 3, 2... Hier irgendwo. Oder eher hier so. Okay. Bestes Halloween aller Zeiten. Lass uns ins Kaufhaus gehen und ein paar Kostüme klauen. Kommt ganz drauf an, wie schnell wir da sein müssen. Riddler. Es ist keine schwere Strecke, so wie es aussieht. Müssen wir nur den Aktivierungspunkt finden. Seilen, wir müssen gleiten. Ich glaube, wir müssen gleiten. So, wo bin ich denn jetzt gerade? Aktuelle Position ist bei 3, 2... Nee, es ist auf diesem Turm. Oder unter dem Turm. Oder... Ah, da ist es. So. Wir haben inzwischen, glaube ich, sogar den maximalen Nachbrenner. Sehr schön. Okay. So viel Zeit hat uns das jetzt doch nicht gekostet. Okay. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber irgendwie habe ich die Schnauze voll vom Randalieren.
Und hier haben wir noch eine Trophäe. Einfach nur so zum Einsammeln. Okay. Können wir gleich mit der da weitermachen. Beziehungsweise mit dem zerstörbaren Objekt. Ping. Noch 7 Stück davon gibt es hier in auf Founders Island. Was haben wir da oben? Der Mensch legt sich bisher ganz ordentlich gegen die Zombie. Ich dachte, der wäre so gut wie tot. Das heißt hier ganz ordentlich, die Armee ist besiegt. Es sind nur noch ein paar übrig, die die Crane beschützen. Ich glaube, ich bleib gleich raus aus dem Auto, wenn es so weitergeht. Wo geht's denn hier rein? Die Miliz macht mir keine Angst. Das ist unsere Stadt. Wir sorgen hier für Angst und Schrecken. So viel zu, ich bleib gleich aus dem Auto draußen, wenn es so weitergeht. Bleak Island werden wir dieses Mal als letztes machen, auch wenn das die kleinste Insel ist. Und auch wenn es nach Myrgani die wenigsten Gebäude hat. Was einfach daran liegt, dass wir bei Bleak Island noch nicht an alle rankommen, ohne die Story weiterzumachen. Also es sind zwar schon alle platziert, wir dürfen aber gerade eben nicht in die Panessa Studios rein. Weil wir ansonsten die Story fortführen würden. Wie schaut's denn jetzt aus mit dem Riddler? Wie viele haben wir noch? Oh, jetzt haben wir gleich 100. An uns dran! Ich kann ihm nicht entkommen! Komm schon! Schüttel ihn ab! Ich komm nicht ganz her an! So. Okay, also wir müssen unseren müden Krieger hier da durchschicken. Ah. Das ist schon besser. Ich kann keinen Befehl geben, ohne ein Ziel ausgewählt zu haben. So, dann gehen wir wieder raus hier. Danke für die Trophäe. Ich hexe auch nicht. Ich gebe ihn nur in deinem Namen Anweisungen. Was du deinen Robotern sagst, dafür kann ich doch nichts. Hab gehört, Batman ist nicht mehr derselbe, seit der Joker tot ist. So, das da gehört zu Myrgani Island. So, es strebt nach aller Macht ein uralter Orden, ihr Schutzpatron ist hier begraben worden. Saint-Dumas.
Achso, stimmt, der Zahn, immer so cool wird. Die. Ah, ne, die Kirche ist da unten. Habt ihr von diesem verrückten Prediger gehört? Ah, nee. Natürlich das größte und fetteste Grab von allen. Immer daran denken. Wenn ihr Batman seht, schreien und angreifen. Das zieht immer. Da ist er. Ihm nach. Sag gute Nacht, Batman. Aus dir machen wir Hackfleisch. Nicht. Okay. Saint-Dumas. Ich wette, mit diesen Miliztypen werde ich fertig. Jetzt. Als nächstes hätten wir die Trophäe da oben. Ah, ne. Haben wir nicht. Das ist nämlich unsere Lieblingstrophäe, die gehen wir einen anderen Mal an. Er braucht doch nur einen anderen Anzug und schon ist er wieder im Geschäft. Das machen doch alle Freaks so. Ich wette mit dir, Batman weiß, wo er ist. Die zwei kennen sich schon eine Weile, das sieht man. So, 10 von diesen Drohnen sind besiegt. Detektiv, ein Unterdrehscher gelöst. Passenderweise auch ein Jahrhundert gedauert. Oh. Das Ding ist unterirdisch. So, und das finde ich ganz schön scheiße von dir.
So. Stacks Luftschiff muss vielleicht auch noch eine Weile warten. Wir machen jetzt erstmal alles erstmal mit dem Zeug an der Oberfläche. Obwohl. Na, jetzt sind wir schon bei dem Teil vom Dark Knight. Vom Arkham Knight. Ich sollte die Winde benutzen. Wenn ich mit dem Auto über den Vorsprung fahre, kommen wir nicht wieder hoch. So, wie viele sind denn hier oben noch? Das ist die Hauptbasis des Arkham Knight. Das hier ist der Teil, in den ich rankomme. Von hier aus. Da sind leider noch einige. Aber oben drüber ist ja immerhin nichts mehr. Ah. Hey. So. So. Sehr schön. Dann haben wir als nächstes diese hier. Oh. Und das da oben ist sogar noch Ebene 2. Okay. Achso, du gehst einfach so weiter. Und Stufe 3. Sehr schön. Oh. Okay. Man muss auch dazu sagen, das sind alles welche, die ich schon mal gemacht habe. Und ich habe sie gehasst. Ich habe sie so abgöttisch gehasst. Die Dinger hier drin. Das heißt, ich habe das auch einige Male versuchen müssen. Aber das ist jetzt schon wieder die nächste Ebene, meine ich. Nein. So. Okay. Also. Oh. Ich soll es erstmal aktivieren. So, drehen wir dich mal so nach oben. Genauso dich hier. Verdammt. Warte mal kurz da. Bis du da soweit bist. So jetzt.
So, damit hätten wir auch das Ding. Und sind damit legal auf Ebene 4 theoretisch. Oder? Ja. Da habe ich nur noch was da drüben in dem Teil. Ah, da war's. So, da kommen wir hier durch. Oder? Nee. Oh. Die habe ich schon. Ziemlich hier. Genau, ich stehe drauf. Hä? Das ist ein defekter Schalter. Weiter geht es mit dem Fahrstuhl nicht. Ah. Weiter hoch fährt der Fahrstuhl nicht. So. Ebene 5. Ich muss irgendwie an dem Hindernis vorbei, das den Schacht blockiert. Achso, da drin war gar keins. Aber hier ist eins hinter dem Vorhang. Sehr schön. Die nächsten zwei sind ebenfalls hier, und zwar da drüben, glaube ich, oder? Ich hasse die Kameraführung. Ah. Nochmal.
Psst. So, und dann mal rein hier ins Bettmobil. Aber nee, ich komm da ja rein. Da unten. Nee, komm ich nicht. Hä? Moment. Wo muss ich rein? Da muss ich rein. Ja. Haha. Nee. Hä? Moment. Ah, ich weiß wieder, welche die war. Die ist hier im Aufzug drinnen. So, jetzt gehen wir hier raus. Der Neut nach unten. Und holen uns die Trophäe. Zack. Damit hätten wir auf der Seite hier, meine ich, alles abgeschlossen. Sehr schön. Und wir sind immer noch im Zeitplan drin. Der Tunnel endet in einer Sackgasse. Da kriege ich den Wagen nicht mehr raus. So. Und dann holen wir hier mal das Batmobil wieder raus. So. Okay, sehr schön. Damit haben wir hier schon mal einen Großteil ausgeschaltet. Sieht so aus, als läge es jetzt an Scarecrow. Dann hole ich mir jetzt erstmal noch den Rest des... Ah. Aus der Basis des Arkham Knight. Was noch einiges ist, natürlich. So. Dann schauen wir doch mal. Wir haben jetzt noch hier 5 Trophäen und 4 Sachen zu. Okay, 3 Sachen zu zerstören, weil das da habe ich gerade eben zerstört.
Ei. Ah, wir spielen Memory. Hey. Nee, der war hier oben. Universum ist wohl alles möglich. Ja, ist es. Literally. Außerdem seid ihr nicht nur ein Universum, ihr seid sogar ein Multiversum und in einem Multiversum ist das recht alles möglich. Okay, es scheint überirdisch zu sein. So, zack. Den nächsten haben wir hier hinten. Botik heißt das Passwort. Den hätte ich vielleicht erst ausschalten sollen. Okay. Entweder ist es direkt über mir an der Decke, was es nicht ist, oder ist es halt direkt unter mir. Ah. Moment. Aha. Das geht nicht nach unten durch. Glaube ich. Wir finden es gleich raus. Das Loch ging nach unten durch, aber ich habe dadurch die Riddler-Trophäe, glaube ich, entdeckt. Oh ne, die ist da oben. Okay. Ich habe mich geirrt. So, und die letzte ist hier. Sehr schön. Leitfähigkeit ist das Passwort der Wahl. Uff.
Ups. So, sobald du drin bist. Warte, warte, jetzt. Mist. So, sehr schön. Jetzt haben wir's. So, damit hätten wir die Basis des Arkham Knight, meine ich, abgeschlossen. Jawohl. Das haben wir. Damit können wir... Ups. Naja, egal. Warte ich kurz ab, bis wir hier raus sind. So, wir haben jetzt noch 19 Trophäen hier in Founders Island. 5 zerstörbare Sachen und 7 Rätsel. Des Weiteren haben wir hier noch einiges in Stacks Luftschiff. Ein Rätsel, 8 Sachen zu zerstören und 9 Trophäen. Hier haben wir 2 Sachen zu zerstören und das Rätsel. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zerstörbare. So, 3, 4, 5. Und hier haben wir nochmal 4. Sehr schön. Das heißt, Stacks Luftschiff ist auf jeden Fall das nächste auf unserer Liste. Es ist immer am leichtesten erstmal die ganzen Gebäude erstmal alles in den Gebäuden einzusammeln. Und anschließend... Dann weiß man auf jeden Fall, das, was einem jetzt gerade angezeigt wird, ist das, was wirklich noch fehlt. Ivy ist bei der Sache mit dem Gas gestorben. Gut. Gut so? Bitch. Ich gebe dir gleich gut so. So. Okay. Gehen wir erstmal rein hier. Guten Abend, Mr. Stack. Guten Abend, Mr. Stack. Ja, ich sei ein Simon Stack. Klar. Sicherlich. Nö, schade. Ah, da ist sie. Simon Stack, öffnen. Dann sammeln wir nochmal hier die in diesem Raum ein und dann ist Schluss für heute. Was ist denn die... Ein prahlender Reporter wird jedem zu viel, doch vielleicht hat der Killer nun endlich sein Ziel. So, vielleicht oben.
sicherlich. Geht ja auch, geht's ja auch noch hoch. Aha. Ein prahlender Reporter wird jedem zu viel, doch vielleicht hat der Killer nun endlich sein Ziel. Hä? Außerdem soll hier in der Ecke noch irgendwas zum Zerstören sein. Oben, yo. Dass wir ihn da rankommen. Es geht mit Sicherheit um diesen Rider, aber... Wie groß ist denn das Gebiet? Okay, steht da nicht. I don't fucking get it. Hier ist nirgendwo irgendwas in Richtung Reporter, weder unten noch oben. Dann schauen wir uns das doch lieber erst in der nächsten Folge an von Let's Play Batman Arkham Knight. Bis dahin und tschüss.